Willkommen auf der finsteren Seite des Hundsgraber Höllenportales. Wir sind im Neta und wir bauen uns eine Festung gegen unsere Feinde, die dort oben mal rumfliegen, diese garstigen Monster, und natürlich auch gegen alle, die uns irgendetwas Böses wollen, wie die manche Leute da draußen. Ich bin ja schon mächtig am Bauen, wie ihr seht, und versuche dieses ganze Areal ein wenig besser abzusichern, damit all die da draußen uns nichts tun können, all die hier drin uns nichts tun können und wir zusammen mit unseren Freunden, unseren neuen Freunden, ne? Wo sind sie denn? Keiner da? Nein, momentan noch keiner. Mit den Zombie-Pigmen hier zusammen leben können und die Herrschaft über die Hölle sozusagen erringen können, nach und nach. Die dunkle Seite von Hundsgrab wird jetzt hier sozusagen gestartet. Ja, liebe Freunde, das hier ist sozusagen der Grundriss unserer Festung, die wir hier errichten werden. Ich war nochmal in Hundsgrab und habe nochmal ein paar Steine geklaut. Ordentlich Steine geklaut, kann man eigentlich so sagen. Und ja, was kann ich noch berichten? Meine ganze Erfahrung wurde mir genommen. Ich weiß nicht von wem, ich weiß noch nicht warum, aber auf einmal ist sie immer weniger geworden und dann war sie verschwunden. Einfach weg. Alles, was wir an Erfahrungspunkten gesammelt hatten, so mühselig, war auf einmal verschwunden. Und ich glaube fast, dass die da draußen etwas damit zu tun haben. Und dass sie langsam anfangen zu begreifen, dass ich hier auf die dunkle Seite sozusagen gewechselt habe. Und anscheinend damit gar nicht so zufrieden sind. Aber naja, gut, Freunde. Wir werden mal sehen, was wir dagegen machen können. Und werden uns hier erstmal eine vernünftige Festung bauen. Die uns vernünftig vor allen hier drin und allen da draußen schützt. Ihr merkt auch schon, dass es ziemlich spät ist, wo diese Folge rauskommt. Ja, ich glaube, dass jetzt die Nachtschwärmer noch unterwegs sind und vielleicht einfach noch ein bisschen Lust auf Hundsgrab haben und vielleicht auch mal auf die andere Seite dieses Ganzen. Die andere Seite des Ganzen ist eigentlich gar nicht schlecht. So, jetzt haben wir hier schon mal ein paar Türme gebaut. Wir brauchen aber unbedingt noch Netherstein. Denn das wird nicht reichen, um mir die ganzen Mauern zu erschaffen. Ich möchte auch ganz gern große Fenster haben irgendwie. Und ihr denkt euch, warum macht der eigentlich so komische Konstruktionen? Das werde ich euch gleich erklären. Und dann könnt ihr ja sagen, wie ihr das so findet, was ich mir hier gerade so zurecht dengele. Hupsa, oh, das hat wehgetan. Aber auch ein Höllenherrscher hat mal Schmerzen, könnte man sagen. Hier sollen nämlich große Fenster rein. Hier, au, au. Und wenn ich das noch lange mache, muss ich so viel rohes Fleisch essen. Ah, guck mal, das sieht doch gar nicht so schlecht aus, oder? Da jetzt so große Fenster rein? Auf der Höhe? Das würde sich, glaube ich, gar nicht so schlecht machen. Habe ich noch Stein? Ja, ein bisschen noch. Wir müssen irgendwo Stein herbesorgen. Ich würde das aber ungern in zivilisierten Gegenden machen. Denn, ja, ihr wisst ja, da kommen dann irgendwann die Kreaturen des Lichts. Also die Menschen, die denken, sie würden für das Gute kämpfen. Dabei sind sie genauso böse und gemein wie manche Kreaturen hier. Nur das sehen sie natürlich nicht. Sie sehen sich als die Guten und alles, was hier im Neta ist und alles, was aus dem Neta kommt, ist böse. Naja, ihr kennt das ja, Schwarz-Weiß-Denken gibt es immer wieder. Und deshalb müssen wir uns schützen. Das Dumme ist auch, wenn wir hier mal sterben sollten, werden wir wahrscheinlich irgendwo in Hundsgrab rauskommen. Und ja, Hundsgrab wollen wir eigentlich so selten wie möglich betreten. Höchstens mal des Nächtens, dass wir da mal ein paar Sachen uns stibitzen, die wir hier nicht kriegen können. Wie zum Beispiel vernünftiges Fleisch. Aber vielleicht müssen wir da... Oh, die Kugeln. Vielleicht war das damals schon ein Zeichen. Damals schon ein Zeichen, dass eigentlich hier mein Platz ist und nicht in Hundsgrab. Ach ja, man weiß es nicht. Okay, ich werde hier die Fensterkonstruktion nochmal so ein bisschen bauen. Wir brauchen große Fenster, damit wir die Feinde sehen, wenn sie kommen. Und wenn ich so weitermache, stürze ich mich hier zu Tode. Ah, das Essen ist wirklich nicht sehr ergiebig. Es ist zwar lecker, dieses rohe Fleisch, aber es hält nicht lange an.
Vielleicht müssen wir tatsächlich da ein paar Pilze sammeln. Na, schaut mal. Das sieht doch schon ganz ordentlich aus. Einer Netherfestung würdig, möchte ich sagen. Da dann so große Fenster hinkommen. Allerdings hätte ich die hier, glaube ich, sogar noch ein bisschen größer. Damit wir auch wirklich direkt rausschauen können. Dass wir hier die noch einfach runterziehen. Und in diese Säulen, da würde ich ganz gerne, in den Säulen würde ich ganz gerne Lava dann runterfließen lassen. Aber wir haben Erde dabei, das ist gut. Das ist sehr gut. Hier soll Lava dann runterfließen, um unsere Räume würdig zu erhellen. Also ne, nicht so mit ein paar Fackeln, wie in so einer abgewrackten Festung. Oh, nein, das soll schon richtig schick sein. Wir können die Steine natürlich ringsrum machen. Das würde gehen. Oh Mann, verdammt. Warum will diese Platte nicht so, wie ich will? Ich bin doch hier, ne? Der neue Herrscher des Nethers. Anscheinend sind hier viele mit dieser Verkündung noch nicht so ganz, kommen da nicht mit ganz klar. Ah, wenn ich das jetzt so mache, ist es auch schlecht. Ha. Muss ich wahrscheinlich von außen irgendwie machen. Ja, so geht das. Passt auf. Ich mache das so. Von außen und dann immer einen höher. Hopp. Und immer an die obere Hälfte setzen, ganz wichtig. Also meine lieben Freunde, wenn ihr Lust auf mehr vom Opa Zeron habt, was aber nicht direkt was mit Hunsgrab zu tun hat, sondern hier mit der Hölle, dann seid ihr bei mir genau richtig und dann könnt ihr euch mich anschließen. Könnt ihr euch hier anschließen und zusammen mit mir die Eroberung der Hölle planen. Wie oft ich das machen werde und wie oft ich mich hier aus den düsteren Gefilden melden werde, das kann ich noch gar nicht so genau sagen. Aber ich schaue erstmal, was ihr davon haltet und ob ihr mir da sozusagen treu ergeben seid und mir hier folgen wollt. Ja, also es gibt ein paar Sachen zu machen. Da hat sich nichts dran geändert. Wir müssen hier die Feuersäulen machen. Da oben muss dann Lava rein. Das heißt, wir sollten uns einmal mitnehmen und ein bisschen Lava besorgen. Und ihr seht ja, also so ein rohes Steak ist zwar total lecker und auch schön blutig, aber es hält nicht lange an. Okay, wir haben keine Eimer. Ich dachte, wir hätten welche gehabt. Aber die haben wir alle da oben reingepackt, ne? Aber wir haben Eisen, das ist gut. Wir haben Eisen und ich habe auch schon mal ein bisschen mich hier umgeguckt und Glowstone gesammelt. Und auf meinen Erkundungstouren habe ich auch etwas gefunden, nämlich das alte Portal, was ich damals, als ich schon mal hier in dieser wunderschönen Welt war, mit dem Zordan entdeckt habe. Da hinten, das Portal am Ende der Welt. Und da es ja das Ende der Welt ist, dürfte da sich eigentlich auch keiner rumtreiben, den wir da nicht wollen. Und was bedeutet das? Im Grunde bedeutet das nur, dass wir da unsere Ruhe hätten. Und unsere Ruhe ist ja genau das, was wir hier suchen. Hier gibt es nur die Zombie-Pigmen, die nerven uns nicht, solange wir ihnen nichts tun. Und solange wir uns nicht verbauen, müssen wir uns auch nicht selbst aufregen über uns selbst. Also, ne, ihr wisst schon. Ja, gut. Also müssen wir uns in die neue Welt begeben sozusagen oder an den Rand der alten Welt und müssen da mal schauen, dass wir nicht wahnsinnig werden mit diesen Stufen und dass wir da eventuell, dann uns ein kleines Domizil machen, in das wir fliehen können, falls wir hier irgendwie sterben. Weil ich weiß nicht, wie heute uns Spawn ist, wenn wir uns so verhalten wie jetzt. Also im Grunde, wenn wir sterben, werden wir dann zurückgeschmissen in irgendeins dieser stinkigen Dörfer. Und da will ich natürlich nicht hin. Also, machen wir uns auf den Weg. Es gibt auch schon einen Ausgang. Ich zeige euch die Festung auch gleich mal von außen, damit ihr wisst, was da auf euch zukommt. Und das könnt ihr gleich mal sehen. Passt mal auf, Freunde. Also, hier geht's runter. Es ist erstmal nicht so ein komfortabler Weg. Und so sieht die ganze Festung jetzt von außen aus. Ihr müsst euch nur vorstellen, dass da dann noch Lava drin runterfließt und dass das gemacht wird, wie wir schon den äußeren Bereich gemacht haben. Und hier vorne würde ich sehr gerne den Eingang hinbauen, dass man also von hier sozusagen hier runter kann. Hier ist alles in Brand geschossen. Das waren die garstigen Biester, die hier überall rumfliegen, die uns momentan allerdings, jetzt, wo ich euch jetzt zeige, was ich getan habe, so ein bisschen in Ruhe lassen.
Ich weiß nicht warum. Vielleicht wollen sie ihre Boshaftigkeit verbergen, wie das so viele tun. Und, aber ich denke mal, wir werden noch einige von ihnen sehen, denn die fliegen hier wirklich in Massen umher. Also, Freunde, wir machen uns mal auf zum Portal am Ende der Welt. Das ist da hinten. Wir müssen jetzt nur einen günstigen Weg finden. Seid gegrüßt, meine Kinder. Und müssen einen Weg dorthin finden. Das ist hier im Nether alles nicht so einfach. Überall brennt es, überall läuft die Lava runter. Eine völlig eigentlich lebensfeindliche Umgebung, in der ich mich aber sehr wohl fühle seit kurzem, sage ich einfach mal. Ich weiß auch nicht, was diese Änderung in mir hervorgebracht hat. Ob es der Sprung in den Brunnen war? Vielleicht. Seitdem habe ich diese Kälte gespürt in der neuen Welt, also in der alten Welt im Grunde. Also, na, ihr wisst schon, in Hunsgrab. Auf einmal kam mir alles, oh, den dürfen wir nicht vergessen, kalt und ja, einfach nicht mehr heimelig vor, ne? Man sagt ja heimelig. Also es kam mir nicht mehr so vor wie mein Zuhause, sondern es kam mir vor wie eine fremde Welt. Und schaut mal, hier sind ganz viele Pilze. Die nehmen wir jetzt mal mit und vielleicht können wir uns dann tatsächlich so eine Pilzsuppe machen, aber wir brauchen, glaube ich, eigentlich mehr von den roten Pilzen, wenn mich nicht alles täuscht, als von diesen merkwürdigen braunen Pilzen. Naja, wir können uns ja auch noch eine Pilzzucht anlegen und ja, es sind Netherpilze. Ich meine, was mögen die wohl schmecken? Nach Schwefel natürlich, nach Verbranntem, nach Hölle natürlich auch und nach den Tränen der Ghasts und wahrscheinlich auch der Zombies, die hier rumrennen, also diese Zombie-Pikmen. Die sind ja nun recht traurige Gestalten eigentlich. Die werden ja total unterschätzt. Schaut mal, da hinten habe ich schon einen Wegpunkt gemacht für das Portal. Wir müssen nur einen Weg dorthin finden. Ich glaube, hierüber ging es nicht. Nee, hierüber ging es nicht. Aber hier unten geht es, glaube ich, lang. Wir müssen hinter diesen Wasserfall aus Lava lang. Und schaut mal, ist das nicht schön? Also der Nether hat auch schon so seine Vorzüge und schönen Seiten. Den Kies nehmen wir auch mal mit. Den werden wir zwar wahrscheinlich nicht so häufig gebrauchen wie in Hunsgrab für die Straßen und so. Aber wer weiß, vielleicht können wir damit irgendwelche Fallen bauen, die Eindringlinge eventuell schwer verletzen oder sogar töten. Müssen wir mal gucken. Oh, also überall liegt ja dieser Quarz rum. Und daraus können wir uns ja Quarzsäulen und ähnliches bauen. Und ja, unser Zuhause sozusagen etwas verschönern. Da hinten ist auch noch welcher, den hole ich mir auch. Naja, es brennt natürlich auch überall und die Lava fließt. Das ist schon eine unwirkliche Umgebung und sehr gewöhnungsbedürftig. Ein ganz anderes Gesicht von Minecraft, was man erstmal kennenlernen muss. Aber wenn ihr hier weiter dabei seid, dann werdet ihr das noch in allen Facetten erfahren können. Denn wir werden hauptsächlich uns hier bewegen und nur, wenn es absolut nötig ist, in die Oberwelt gehen. Denn ein wahrer König des Nethers fühlt sich natürlich auch in seinem Königreich zu Hause. Oh, das war ja gefährlich, glaube ich. Ah, hier ist die Brücke, ja. Hier kommen wir rüber. Vorsicht. Hier kommen wir auf jeden Fall rüber. Hier habe ich auch eine Fackel hingesetzt. Ja, ihr seht, ich habe mich hier schon ein bisschen umgeguckt. War allerdings noch nicht oben beim Portal. Assa. Ich war noch nicht oben. Da oben ist es. Oh, ein Schleim. Sehr passend zur Musik eben. Ja, natürlich. Ah, ich dachte schon, es wäre ein Nether, so ein Fluss. Aber nö, wir kommen hier rüber. Wir haben noch keine großen verzauberten Waffen. Das haben wir alles in den Hundsgrab gelassen. Au! Bist du mir genau auf den Schädel gesprungen? Meine Güte. Au. Haben wir irgendwas gekriegt von dem Schleim? Magma-Schleim zum Beispiel? Wäre mal was gewesen. Also ihr seht, die Hölle ist uns nicht gerade freundlich gesinnt. Da oben müssen wir hoch. Da oben müssen wir irgendwie hoch. Okay. Ah, da ist schon einer. Ein Ghast. Erstmal was essen. Ganz wichtig vor dem Kampf. Immer den Magen füllen. Vor dem Kampf auf jeden Fall immer den Magen füllen. Verdammt, wie kommen wir da hoch? Na, wo bist du? Na. Ah, da. Noch ein Magma-Schleim. Den schnappen wir uns. Treffer. Das scheint ihn gar nichts auszumachen.
Wenn wir jetzt Magmaschleim und Garst haben, dann könnte das eventuell eine enge Nummer werden. Na du? Schleimbratzen? Ja, komm. Ja. Oh wei. Ich hab's fast geahnt. Ja, los, schieß auf die Slimes. Was, alles voll mit denen. Boah, wie viel sind denn da rausgekommen? Meine Güte. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und die Punkte, die uns genommen wurden in der Oberwelt, die holen wir uns jetzt Stück für Stück wieder zurück. So. Ja, und dich? Dich zerlegen wir in deine Einzelteile. Zurückgeschossen und zapp. Das war doch ein Treffer, oder? Ja, der war da auf jeden Fall daneben. Na, komm schon, komm schon. Mist. Ja, da muss man immer ein bisschen beiseite gehen. Oh, eins. Na, komm schon. Jetzt mache ich ihn fertig. Da haben wir eine. Da haben wir eine und eine Gasträne. Wie schön. Und hier sind noch welche von den anderen Pilzen. Ach Mensch, es läuft. Es läuft für den König des Nethers. Also wir wollen es ja erst noch werden, ne? Bisher. Seht ihr, herrschen hier andere Wesen. Wir haben eigentlich noch kaum größere Chancen gegen diese Slimes und müssen uns da echt anstrengen, um sie zu besiegen. Aber es wird andere Zeiten geben. Oh, da liegt ein Pfeil von mir. Die werden auch Mangelware. Und jetzt haben wir uns hier so ein bisschen verfranst, habe ich so den Eindruck. Das Portal am Ende der Welt ist eigentlich schon weit hinter uns. Hm, verdammt. Ah, da oben ist... Und schaut mal, wie schnell man hier hungrig wird. Es ist also unglaublich schwer, hier im Nether so einen Kampf zu bestreiten. Unglaublich schwer. Ah, da oben ist auf jeden Fall noch was von dem guten Erz, das Nethererz. Was es ja nicht immer im Nether gab, ist ja sozusagen eine Gabe oder eine, ja, eine neue Sache, die hier entstanden ist. Irgendwann im Nether. In unserem Nether gibt es den Gott sei Dank schon. Aber es gibt auch ältere Höllen auf anderen Welten, wo es diesen Stein überhaupt nicht gibt. Oder man muss weit, weit dafür laufen, bis man ihn findet. Warum haben wir eigentlich zwei Schaufeln? Gut, also ihr seht schon, jetzt haben wir wenigstens eine Garstträne, auch wenn wir noch keinen Magmaschleim haben. Aber ich denke mal, da werden wir einiges zusammenkriegen, wenn wir uns hier lange aufhalten. Okay, hier geht's durch. Hier geht's irgendwie durch. Hm, hier scheint aber nichts zu sein. Nicht wirklich zumindest. Ah, jetzt stecken wir in diesem elenden Sand fest. In diesem Sand aus Seelen. Das ist auch so eine Sache. Ein Sand, der aus den Seelen der Verstorbenen ist und der hier überall rumliegt. Wahrscheinlich die traurigen Gedanken von den Seelen, die auf der Oberwelt gestorben sind. Und wenn man sich darüber mal Gedanken macht, dann ist das schon ganz schön erschreckend. Okay, dann gehen wir mal wieder unserem alten Plan nach. Wir wollen oben in die neue Welt kommen. Hm, vorher werde ich mich hier natürlich noch ein bisschen umgucken. Ah, hier brennt es überall. Ach, hier war das mit dem... Ah, da liegt noch ein Erfahrungspopel. Wer hat den denn da liegen lassen? Ha, wahrscheinlich ein kleiner Magmaschleim hat seinen Erfahrungspopel hier liegen lassen. Da sind noch rote Pilze. Die brauchen wir für die gute Pilzsuppe. Die nehmen wir auch mit. Ja, wir müssen jetzt ein ganz neues Leben hier sozusagen anfangen. Ihr merkt das sicherlich schon. Wir lassen immer so ein paar davon stehen, weil ihr wisst ja, die vermehren sich. Und ich denke, wenn ich alle abschlage, kann es sein, dass dann hier überhaupt keine Pilze mehr wachsen. Dass sie ihre Sporen hier in die Umgebung schleudern können. Ah, verdammtes Feuer. Ah, das ist echt lästig, wenn also ein Gast erstmal ein kleines Feuer entfacht hat. Dann hört es auch so schnell nicht wieder auf zu brennen. Ja, aber wir brauchen auf jeden Fall das Portal. Denn wir müssen ab und zu, wird uns nichts anderes übrig bleiben, als auch mal zur Oberwelt zu gehen. Ich glaube, wir gehen da hinten rum. In die Oberwelt zu gehen und uns da so, ja, nötige Sachen einfach wegzuholen. Schaut mal. Ha.
Oh, wir sind schon ziemlich weit weg, aber ich glaube, da hinten kommen wir ganz gut hoch. Hoppa, hoppa, hoppa. So. Sehr gut. Oh. Große Fläche, aber hier kommen wir lang. Das ist sehr gut. Hier können wir lang gehen. Das ist eine Säule. Ha. Seht ihr die? Wer hat die denn da hingebaut? Wieder irgendwelche Diebe am Werk gewesen wahrscheinlich. Verflucht. Ah, hier hinten liegt auch noch ein Erfahrungspunkt rum. Der ist aber nicht von uns. Wo kommt der her? Ist hier irgendjemand? Irgendwer von den anderen? Könnte sein. Ja, wir nehmen ihn mal mit. Irgendwer wird ihn schon liegen lassen haben. Und ihr seht schon, wow. Dass man hier wirklich eine Menge finden kann. Wenn man nur richtig sucht. Hier und da ist noch ein Gang. Der sollte es aber nicht so interessieren, wahrscheinlich jetzt erstmal. Mich würde wirklich mal interessieren, wer hier war. Wer schon rumgelaufen ist und diesen Erfahrungspunkt da liegen lassen hat. Weil wir sind hier echt am Ende der Welt und allzu oft haben wir uns hier noch nicht bewegt. Ha. Ja, Freunde. Die erste Folge ist gleich zu Ende. Und ihr könnt mal schreiben, ob euch das gefällt, ob ihr da Bock drauf habt, ob ihr da mehr von sehen wollt. Von dieser Höllenwelt. Und von dieser Art des Let's Plays. Oh, wow. Das müsst ihr mir unbedingt schreiben. Und wenn ihr halt schreibt, nein, ach nee. Wir gucken uns zwar die netten Sachen an, aber die etwas diabolischeren. Oh, guck mal, wir können mit dem Ding runterfallen bestimmt. Bam, au. Die mögen wir nicht so sehr. Wir sind da doch eher die leichte Kost verehren. Das müsst ihr mir unbedingt schreiben. Und dann werde ich entscheiden, ob ich hier diese Bauten in dem Nether im Geheimen weiterführe, sozusagen ohne euch. Und ihr vielleicht mal irgendwann das Glück habt, wenn ihr den Nether mal wieder betreten könnt, dann euch das hier mal anzuschauen. Oder ihr sagt, ja, ich könnte mir das schon vorstellen, dass ich mir das am späten Abend oder so mal angucke. Nochmal so als kleine Abwechslung zum üblichen Minecraft-Kram, was so läuft. Dann würde ich das ganz gerne hin und wieder mal weiterführen. Oh, alles voller Seelensand. Guckt euch das an. Und da hinten ein riesiger Wasserfall. Gigantisches Ding. Den gucken wir uns erstmal an. Leider kann man diesen Seelensand nur sehr langsam laufen. Sind natürlich da auch sozusagen Garstfutter. Wenn man das so nennen kann. Aber wir sind... Ah, da hinten ist Glowstone. Sehr gut. Und ich glaube, hier ist eine Ecke, wo noch keiner von uns gewesen ist. Kann mir nicht vorstellen. Weil guck mal, was hier allein an Glowstone in... Glowstone in den Wänden steckt? Okay. Oh, das ist sehr tief hier. Das ist aktiv. Aktiv ist das. Also aktiv. Ja, Freunde, wir haben eine Netherfestung gefunden. Wenn ihr mehr davon wollt, dann schreibt das doch bitte. Und dann sehen wir uns vielleicht bald wieder.